Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play City Skylines auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Guru, bei. Und in der letzten Folge haben wir hier angefangen, ein neues Gebiet zu erschaffen, quasi zu erschwingen. Das ist natürlich kein Problem, da machen wir natürlich auch gleich weiter. Ne, das war nicht die Straße, das war die hier, ne? Genau. Da werden wir ein bisschen jetzt mit Kurven arbeiten hier. So, dass es nicht ganz so statisch aussieht. So. So. Das Problem jetzt hier wäre dann natürlich, das ist auch keine Einbahnstraße, ne? Nee. Dann bauen wir hier auch nochmal eine lang. So. Brum, brum, brum. Das Schöne ist hier, dass der Verkehr so flüssig läuft, weil hier keine Ampeln sind. Das Einzige, was doof ist, ist das. Achso, hier haben wir keinen Park gebaut. Ich möchte irgendwo auch nochmal hier ein Fußballfeld hinbauen. Da habe ich Bock drauf. Das könnten wir hier irgendwo hinbauen. Kann man auch sehen, wie groß das ist, was für einen Einflusskreis das hat. Aber nicht direkt in die Wohnanlage, glaube ich. Das wäre unpassend. Eigentlich. Gut, vielleicht bleibt es ja dann doch noch beim... Hier so ein Tennis-Dings. Da freuen sie sich alle drüber. Und hier hinten werden wir dann so einen kleinen Skaterpark nach hinten. Zwischendrin gibt es nochmal einen kleinen Skaterpark. So, da freuen die sich dann auch. Der braucht Wasser. Okay, ach ja, ich habe die Wasserleitung hier noch nicht verlegt. Weil so weit war ich ja gar nicht. Beziehungsweise noch nicht. So. So, dann werden wir jetzt einfach mal das Wasser so machen. Ohne dass da Straßen sind. Da ist ein kleiner Fitzel, der kein Wasser hat. Mir bescheuert sowas. Legen wir den einfach so dahin. So, jetzt hat das alles Wasser hier, ne? Genau, das hat auch alles Wasser hier. Das ist ganz normal alles. Pipapo. Alles total normal. Die Wasserverfügbarkeit werde ich jetzt nochmal erhöhen. So, wenn das Ding pumpt, dann haben wir nochmal richtig viel Wasser. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier nochmal eine Abwasserentsorgung hinkriegen. Würde ich dann hier hinbauen. So. Und dann müsste das Ding sich auch noch... Genau, jetzt haben wir ja nochmal gutes Klärwasser dann auch. Da kommt ja auch nicht mehr so braune Suppe raus eigentlich. Nee, das ist eigentlich... Sauberes Wasser, nur noch 1% Verschmutzung vom Wasser. Kommt wahrscheinlich hier durch die Industrie, die da ein bisschen abfärbt. 1% Verschmutzung des Trinkwassers ist, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Das ist ganz okay. So, hier haben wir ja den Tennisplatz. Dann werden wir neue Bewohner hier hinziehen lassen. Können die sich gleich dann mal ran gewöhnen. Und dann möchte ich eigentlich hier gerne wieder das mit Einbahnstraßen machen. Und zwar, wie war das jetzt hier? Werde ich jetzt eine Kurve machen, so? Dann werde ich das gerade machen. So.
Die Einbahnstraße führt jetzt da rein. Dann müsste hier die Einbahnstraße quasi auch so liegen. Ich baue es mal einfach nur bis hier. Ach nee, geht ja nicht, weil ich muss das dann... Dann upgrade ich, dann ist das die hier zweispurig. Normale zweispurige Straße sollte jetzt auch kein Problem sein dafür. So, da ein paar Häuser hin. Hier noch ein paar Märkte hin, glaube ich. Die kommen hier hin. Und dann kommen hier nochmal Häuser hin. So, dann freuen die sich nämlich auch. Gibt es da ein paar kleine Dinge. Achso, da ist jemand krank. Bis hier hinten zieht sich das auf jeden Fall durch die Gegend. Friedhof. Dann baue ich jetzt hier das Krematorium noch hin. Oder eins. Da freuen die sich ja dann auch alle. Und Gesundheit sonst machen wir hier auch nochmal hin. Ja, Strom ist das Einzige, was jetzt fehlt. Darum kümmern sich dann hier die Läden, hoffe ich. Da kommt auf jeden Fall ein Laden hin. Da kommt auch ein Laden hin. Wir werden das Ganze nochmal schnell beschleunigen. Ja, jetzt ist der Strom da auch schon verbunden. Zack, zack. Sehr gut. Man ist schon fast versucht, hier an der Seite dann auch nochmal eine Windmühle hinzustellen. Achso, der Wind ist hier richtig scheiße. Zwischen die Autobahn. Atomkraftwerk erst ab 40.000, okay. So, dann ist hier auf jeden Fall nochmal ein kleiner neuer Stadtteil entstanden. Der wird hier jetzt so nochmal eingegrenzt. Das gehört alles dazu. Und ja, ich würde fast behaupten, dass das hier auch noch dazugehören wird. Großer neuer Stadtteil. Und die Autobahn nehmen wir auch mit. So. Das hier kommt dann nochmal weg. Das hier wird, glaube ich, Niemandsland. So. Myrtenhöhen. Das sieht sich gut an. Die Myrtenhöhen. Wer wohnt nicht gerne bei den Myrtenhöhen? Hier haben wir Aldi. Aldi Süd. Zweimal direkt nebeneinander. Schön, ne? Ich will zum Aldi. Aldi macht bald zu. So, hier ist auch nicht großes Verkehrsaufkommen. Das passt gut, dass es hier so in sich abgeschlossen ist. Mit den Autos. Dass das hier dann keine Einbahnstraße ist, das ist dann auch okay. Werde ich hier dann auch nochmal eine machen. Die schwingen wir dann auch nochmal ein bisschen. So. Bis hier hin. Da kommen auch Häuser hin. Normale Wohnungen. Soll man ja bekanntlicherweise auch nicht vernachlässigen. Lärm ist halt bei den Sachen hier hoch. Achso, das ist, weswegen ist da denn so hoher Lärm? Durchschnittliche Lärmbelästigung ist 50%. Das ist, weil wir zwischendurch auch mal Märkte haben. Oder weil wir hier so ein riesiges Industriegebiet haben. Es ist auch ein großes Industrieviertel, ne? Nee, Finken. Gopark, Gartenland. Nani Hills, Hönigberg. Und jetzt die Myrtenhöhen. Wenn ihr auch einen Stadtteil haben wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare, wie der dann heißen soll. Sonst von den Straßen hier ist das halt die große Hauptstraße hier. Man sollte sich sogar fast überlegen, hier solche Sachen nicht an die Hauptstraßen zu stellen. Oder hier so Läden oder sowas. Wo sie halt Scheiße machen. Ich finde es schade, dass sie hier auf dem Tennisplatz nichts machen. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? So wie das Fußballstadion würde ich auch gern haben, darf ich aber auch nicht.
Hm, nö. Es passt hier nichts hin. Oh nein, ich muss niesen, glaube ich. Ja, Entschuldigung. Ah. Ja. Puh, Hashtag Gesundheit für Guru. Hashtag Gesundheit Guru müsst ihr schreiben. Ah. So. Hier dann nochmal ein paar Häuschen hin. So. Das sollte ja passen, ne? Wasser haben sie ja hier auf jeden Fall genug. Eine Wasserversorgung. Wichtig ist nur, dass wir dann nochmal ein paar Läden hinkriegen zwischendurch. So wie da. Ich weiß nicht, ob das so cool war, dass wir da ein paar Läden gemacht haben. Die Lärm machen halt viel Lärm, ne? Aber nun gut. Hier kommt ja eh nichts hin. Da muss man fast da schon Läden hinmachen. Und hier lärmt es ja eh wegen der Autobahn. So, dann sind das hier die in Ladennähe. Wer möchte nicht gerne in Ladennähe wohnen? So. So. Dann werden wir hier auch nochmal das zu Dings machen. Hier. So. So möchte ich das haben. Zack, alles nochmal Wohnhäuser. Und dann kann man sich hier nochmal was aussuchen, ob da noch ein paar Läden hinkommen. Weil Schulen. Achso, das ist Universität. Ne, Schulen, so. Grundschule ist schon wieder berechtigt. Kapazität ist aber höher und Oberschule ist auch noch ganz okay. Aber dass die da nicht hinkommen zur Schule ist ein bisschen doof, ne? Man könnte halt die Oberschule dann umsetzen. Und zwar irgendwie hierhin. Und dann die auch umsetzen. Und zwar hierhin. Und dass man dann das hier... Passt auf, ich zeige euch das. Dass das hier eine Einbahnstraße wird. So. Und dann hier noch eine Anbindung hat. Geht leider nicht, okay. Dann wird die Schule doch hier rangestellt. Und die Schule dann nochmal hier. Und dann wird nochmal geguckt, ob das funktioniert. So. Jetzt gibt es da halt eine Kreuzung. Na gut, dann müssen sie da auf jeden Fall mit einer Kreuzung leben. Und hier gibt es noch ein paar Häuschen abzustauben. So. Dasselbe wie hier. Aber dann ändert sich das ja nicht, ne? Es war ja eigentlich ganz cool, dass da keine Kreuzung war. Aber okay. Wird schon passen. Irgendwie. Irgendwie passt das bestimmt. Oh, hier Aldi ist jetzt zu M&H geworden. Das ist ja schade, haben wir keinen Aldi mehr gehabt. Ist auch noch M&H-Bekleidung. Aber dass wir so viele Läden immer brauchen zwischendurch noch.
Das ist schlimm. So, die brauchen hier hinten noch mehr Arbeiter. Und hier ist immer noch großes Verkehrsaufkommen. Die brauchen alle Arbeiter. Das wäre traurig, ne? Aber wir haben doch so viele Bürger. Warum brauchen sie denn noch Arbeiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir hier dann auf jeden Fall noch ein paar Häuser hinbauen. Und hier muss noch eine U-Bahn-Station hin. Hier dicht zum Wohngebiet. Da müssen leider einige Häuser verschwinden. Das hier. Und die Gebäude für hier. So. Das finden die scheiße. Ich weiß nicht, warum die das scheiße finden. So. Und hier führt dann auch nochmal ein. Achso, den U-Bahn-Tunnel kannst du so nicht kreuzen. Das ist ja schlecht. Ich würde halt gerne den U-Bahn-Tunnel hier irgendwie noch hinlegen. Hätte man noch machen können. Und dann reißen wir den U-Bahn-Tunnel nochmal ab hier. So, und verbinden den mit dem. Und lassen den dann irgendwo hier hinten langlaufen. Die Felle ist zu steil. Geht das jetzt doch nicht unter Wasser oder was? Felle ist zu steil, wollen die mich verarschen? Wieso geht das denn hier? Das Gefälle ist auch zu steil, hä? Gefälle kann doch nicht zu steil sein hier, oder? Das war für eine schlechte U-Bahn. Naja, gut. Kümmern wir uns drum nächstes Mal. Bis dahin. Sato go, weiß mal, ciao. Kommt die Feuerwehr dahin? Ja, nur da nicht. Nicht so gut auf jeden Fall. Hm, hätte gedacht, dass sie da schneller hinkommt oder besser hinkommt. Ort ist bereits belegt. Dann gibt es da noch eine Feuerwehr. So. Freuen die sich alle. So, herzlichen Glückwunsch. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.